Arib ist zu ihrem Geheimtreffen gegangen. Jetzt aber schnell. Der Brief befahl Afalab, den Garten zu verlassen und der Maus zu folgen. Vielleicht ist sie mir doch noch nicht entwischt. Was siehst du, Sir? Also hier ist ein Mausbild. Muss ich jetzt hier hoch? Achso. Wie weit wird der Fuchs fliehen? Folge den Mausbildern. Heißt das jetzt hier hoch? Oder... Oh, warte. Hier ist eine Maus. Da ist eine Maus. Sieht ein bisschen aus wie ein Hase. Das ist doch keine Maus. Da bin ich doof. Wieder eine gemalte Maus. Ist doch keine Maus? Und jetzt? Bin ich denn noch richtig? Ich glaub nicht. Wahrscheinlich, ne? Weil die haben so einen Puschelschwanz. Warte, aber die Maus guckt ja in die... Ach, da ist eine Maus. Und jetzt? Ach, hier ist eine Maus. Ich weiß jetzt nicht so richtig. Ich muss nach Hause. Ja, doch, hier bin ich richtig. Das sieht aus wie so ein Wüstenfennek, oder? Puschelschwanz und diese spitzen Ohren. Ja, das ist so ein Wüstenfennek. Würde ich sagen. Macht's gut, Susi und Nico. Schönen Abend noch. Und dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß im Lurk und so weiter und so fort. Ich weiß nicht. Die Schotter wird sich schon bald um ihn kümmern. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Ich glaube, hier bin ich nicht mehr richtig. Ja, so ein kleiner Mini-Fuchs ist das. Die gab es bei Planet Zoo. Der Fuchs und der Jäger, stimmt.
muss ich rechts rum. Muss ich nach oben, weil die so nach oben guckt? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Leih mir deine Augen. Ich dachte gerade, hier oben drauf ist eine Maus, aber... Also die Maus guckt nach oben. Aber da war ich doch gerade. Da war nichts. Wow, Basim. Sie hier drin? Nein. Aber der Questmarker zeigt halt wieder so hinter mich. Also ich bin hier nicht richtig. Über das blaue Tuch auf das Haus latschen. Das hier. Also über das bin ich schon.
Hier war ich ja auch schon kurz gucken. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hallo, ist hier jemand? Hä, das ist halt wirklich gerade so. Das Ding ist, mein Vogel hilft mir ja auch nicht. Hier war ich doch auch schon. Was ist das? Spiel nervt mich jetzt nicht. Stehen hier alle so vor dem Haus, aber ich kann hier nicht rein. Aber das muss ja irgendwas Orangenes sein. Die Maus leuchtet orange. Dort hinten ist der Esel, bei dem waren wir ja schon. Da war eine. Eine war's. Da hinten war ein Esel. Oder war hier eine? Wo meinst du? Hier hinten? Oh, was ist das? Folge der Maus. Wow! Also wirklich. Was glaubst du denn? Du solltest ihn vor das Mausoleumgericht schleifen. Aber er denkt nur an meinen Ruf, Sarah. Um den Erfolg zu wahren, muss ich umgänglich sein. Diskret. Er fürchtet, ich sei zu stolz. Du? Niemals. Ich schreibe, dass die Liebe wild und frei ist. Unberührt von Gesetz und Gebot. Sollte ich mich darin nicht auch üben? Übung macht den Meister. Aber auch Feinde. Dann sei es so. Aber lass mich sie wählen. Höflinge, Kalifen, Gönner, Partner. So viele Männer haben versucht, meine Feinde zu bestimmen. Und meine Freunde. Auch wenn Allah weiß, dass ich einmal schlecht wählte. Er verstellte sich gut. Und Dichter brauchen Gönner. Selbst so große wie Athalab. Nun, ich habe mich entschieden. Gut, es stehen schwere Zeiten bevor. Sorge dich nicht. 6 Kalifen habe ich überlebt. Ich überlebe... 6 weitere. Keine Angst, Zara. Ich küsse die Ringe, die ich küssen muss, aber ich lasse mich nicht wieder fesseln. Von niemandem.
Geheimtreffen, Decknamen, doch keine Spur des Ordens. Hier aber drin? Sie hat eine ganze Reihe an Gönnern. Vielleicht steht nicht Arib selbst an der Spitze des Ordens, sondern ein Bewunderer. Hier vorne, die war ja immer die letzte, die ich hatte. Ach, die sind jetzt alle weg. Ja, sind alle weg jetzt. Die hier vorne ist auch nicht mehr da. Ich habe es gefunden, aber es war eine schwere Geburt. Es war für mich irgendwie nicht so eindeutig, wo ich nach dieser Maus hier hin sollte. So kurz was trinken. Die war echt versteckt, ja. Naja. Hab's gefunden. Oh, hier hat jemand ein Artefakt. Das holen wir mal schnell. Ich brauch die ja alle für Darwish. Harami. Warum dreht sich die Kamera weg? So. Ich gehe mal das Zeug, was ich bis jetzt geklaut habe, gehe ich mal verkaufen. Gucken wir mal, wie viel Geld wir dann haben. Euch nur Händler. Ich habe übrigens, wo ich jetzt bei Susi war, hab Susi erzählt, dass ich gespoilert wurde für Assassin's Creed. Aber das Ende ist nicht so, wie ich denke, hat Susi gesagt. Also Susi kennt das Ende von Assassin's Creed, Mirage. Und so, wie ich denke, ist es nicht. Also, das, was ich gesehen habe, passiert so, aber das Ende ist anders. Deswegen bin ich erstmal positiv, dass ich doch nicht ganz gespoilert wurde. Aber Susi meinte auch schon, das Problem ist ja, das Spiel hier sollte ja eigentlich nur ein DLC werden für Assassin's Creed Valhalla. Das bedeutet, das Ende versteht man wohl nur dann ganz, ganz richtig, wenn man Valhalla auch gespielt hat. Sei gegrüßt. Was gibt es heute bei dir? Bitte, sieh dich um. Was ich aber doof finde, weil wenn die das Spiel als separates Spiel rausbringen, müssten die das auch so gestalten, dass man das als separates Spiel spielen kann. Muss noch 100 Geld fehlen. Ist das dann alles? Ich muss aufbrechen.
Bis dann. Okay, noch ein kleines bisschen klauen. Und verkaufen. Dann haben wir das Geld. Zumal man halt auch sagen muss, Valhalla, das spielst du hunderte von Stunden. Also, wenn du dich auf die Story konzentrierst, wahrscheinlich nicht so lange, aber es ist halt deutlich länger als Mirage. Es ist fast schief gegangen. La 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 la. Guten Tag, wer hat hier noch Reichtümer? Moment, bin ich gerade im Boden versunken? Ach, dieses Spiel, wirklich.